Kapitel 105. Zwei Kometen werden kollidieren. Mein Kreuz wird an einem roten Himmel erscheinen. Sonntag, 5. Juni 2011, 16.30 Uhr. Meine geliebte Tochter, die Zeit ist nahe. Die Warnung ist jetzt nahe. Mit großem Kummer muss ich euch sagen, dass viele Seelen diese Botschaften über die Warnung nicht beachten werden. Mein Wort stößt auf taube Ohren. Warum wollen sie nicht hören? Ich gebe ihnen nicht nur mein großes Geschenk der Barmherzigkeit, wenn ich meine Gnaden über diese ganze Welt ausschütten werde, sondern versuche auch, sie auf dieses Ereignis vorzubereiten. Viele Millionen Sünder werden jubeln, wenn ihnen mein großes Erbarmen gezeigt wird. Andere werden keine Chance bekommen, sich rechtzeitig selbst zu retten, weil sie am Schock sterben werden. Meine Tochter, du musst alles tun, was du tun kannst, um die Welt zu warnen. Denn dieses große Ereignis wird jeden erschüttern. Sie werden große Zeichen am Himmel sehen, bevor die Warnung stattfindet. Sterne werden mit solcher Wirkung kollidieren, dass das Schauspiel, das die Menschen am Himmel einer Katastrophe gleich sehen, sie verwirren wird. Während diese Kometen durchziehen, wird sich ein großer roter Himmel ergeben, und das Zeichen meines Kreuzes wird überall auf der Welt von jedem gesehen werden. Viele werden Angst haben. Aber ich sage, jubelt, denn ihr werdet zum ersten Mal in eurem Leben ein wahrhaft göttliches Zeichen sehen, das eine große Kunde für die Sünder überall darstellt. Schaut dann mein Kreuz, und ihr werdet wissen, dass meine große Barmherzigkeit jedem von euch, meinen kostbaren Kindern, gegeben wird. Denn mit der tiefen, beständigen Liebe, die ich für euch hatte, starb ich bereitwillig auf dem Kreuz, um euch zu retten. Wenn ihr während der Warnung die Kreuze am Himmel seht, so werdet ihr wissen, dass das ein Zeichen meiner Liebe zu euch ist. Betet, meine geliebten Anhänger, dass eure Brüder und Schwestern jubeln können, wenn auch ihnen der Beweis meiner Existenz gezeigt wird. Betet, dass sie sich eingestehen, dass dies ihre Chance ist, sich in meinen Augen selbst zu retten, dass dieser große Akt der Barmherzigkeit ihre Seelen retten wird, wenn sie mir erlauben, ihnen zu helfen. Euch wird gezeigt werden, wie es ist, in Todsünde zu sterben. Die Warnung wird eine läuternde Erfahrung für euch alle sein. Das kann teilweise unangenehm sein, besonders für diejenigen in schwerer Sünde. Denn zum ersten Mal überhaupt wird euch gezeigt werden, wie man sich fühlt, wenn das Licht Gottes aus eurem Leben verschwindet. Eure Seelen werden die Verlassenheit empfinden, die von denjenigen gefühlt wird, die in Todsünde sterben. Diese armen Seelen, die gestorben sind, zu spät, um Gott zu bitten, ihnen ihre Sünden zu verzeihen. Vergesst nicht, dass es wichtig ist, dass ich euch allen erlaube, diese Leere der Seele zu fühlen. Denn nur dann werdet ihr letztlich verstehen, dass ihr ohne das Licht Gottes in euren Seelen aufhört zu fühlen. Eure Seele und euer Körper würden nur leere Gefäße sein. Sogar Sünder fühlen das Licht Gottes, weil er in jedem seiner Kinder auf Erden gegenwärtig ist. Aber wenn ihr in Todsünde sterbt, existiert dieses Licht nicht mehr. Bereitet euch jetzt auf dieses große Ereignis vor. Rettet eure Seelen, solange ihr könnt. Denn nur wenn das Licht Gottes euch verlässt, werdet ihr letztendlich die Leere, die Öde und die Finsternis begreifen, die Satan anbietet, die voller Angst und Terror ist. Füllt eure Seelen wieder auf, jubelt jetzt, denn die Warnung wird euch retten und euch näher zu meinem heiligsten Herzen bringen. Begrüßt die Warnung, denn dann wird euch der Beweis des ewigen Lebens gegeben. Und ihr wisst, wie wichtig es ist.
euer geliebter Erlöser, Jesus Christus, König der Menschheit.